Yay, Fußeffektgeräte Teil 2 mit so einer elektrischen Ukulele. Da möchte man ja irgendwie Rock spielen. Und ich denke, eins der wichtigsten Dinge am Rock ist die Verzerrung. Für so die richtig amtliche Verzerrung hat man normalerweise den Verstärker am Start. Und da dreht man den Gain-Regler hoch, also den Eingangspegel, und übersteuert das Ding ordentlich. Das mache ich tatsächlich hier auch gerade, indem ich den so ein bisschen übersteuert habe, habe ich so eine leichte Verzerrung, was ich ganz geil finde. So muss das irgendwie klingen. Wenn ich da mehr will oder wenn ich meinen Verstärker eben nicht übersteuern will oder nicht kann, dann sind die Fußeffekte ganz geil. Es gibt so eine ganze Menge unterschiedliche Verzerrungseffekte und ich habe auch ein paar verschiedene jetzt da. Das hier ist mal der erste, den ich zeigen würde. Das ist ein leichter Verzerrer. Also der ist auch schon fast so alt wie ich. Oh, scheiße, jetzt ist das Kabel so kurz hier. Ah, ist egal, dann ziehen wir das einfach so ein bisschen rüber hier. Yay. Und dann brauchen wir noch Strom. Na, wo ist da? In die Mitte. So. Clean. Ja, klingt irgendwie noch nicht so geil. Können wir ja jetzt ändern, indem wir an den verschiedenen Knöpfen drehen. Und deswegen habe ich den auch genommen. Der simuliert im Grunde nichts weiter als so eine Verstärkerübersteuerung. Da haben wir den Eingangspegel. Das wäre also, wenn ich das jetzt zum Beispiel, habe jetzt alles auf Mitte gedreht, wenn ich den jetzt ordentlich reindrehe, dann habe ich auch mehr Verzerrung. Ihr merkt ja, die Drehknöpfe, die rascheln schon sehr ordentlich. Müsste ich vielleicht mal wieder sauber machen lassen. Man möchte ja, dass ordentlich brät, ne? Deswegen ist dieser Volume-Knopf, der Lautstärke-Knopf an den Verzerrpedalen, egal welche Art es ist, eigentlich der wichtigste. Denn ohne den man muss halt darauf achten, dass der verzerrte Sound, der tatsächlich eher dazu tendiert, in einer Band unterzugehen, weil er nicht so viel Dynamik hat, dass der ordentlich Bums hat. Und dazu ist dieser Volume-Knopf super, beziehungsweise, um nicht zu sagen, man braucht den dringend. Ihr merkt, hier muss ich richtig reindrehen. So, jetzt kriegt man von der Verzerrung auch ein bisschen was mit. Ich kann die etwas heller machen. Oder etwas dumpfer. Das ist auch schon alles, was man braucht. Jetzt hat man einen Taster, man spielt so seinen Kram. Und dann kommt Solo. So ist gedacht. Okay, gut. Einer der ersten Versuche, die Verzerrung eines Verstärkers in Form von einem Fußeffekt nachzubilden, einer der ersten Versuche ist das sogenannte Fasspedal. Und ich habe hier eines der geilsten Fasspedale aller Zeiten. Und ich glaube, ich habe eines von zweien auf der Welt. Das hat der Michael Filitz mir zur Verfügung gestellt. Danke an der Stelle dafür. Großes Kino. Ich lege das mal hier hin, dann könnt ihr das besser sehen. Da ist eine Batterie so fest eingebaut, dass man sie nicht wechseln kann. Ich hoffe, die hält noch eine Weile. Und das Fasspedal, ja, ich mache es einfach mal dran. So, werdet ihr merken. So, cleaner Sound. Verstimmter Sound meine ich natürlich. Jetzt mache ich das Fass an. Das ist mehr so ein Brutzeln halt, ne? So, auch hier der Lautstärkeknopf sehr wichtig. Oh, der geht schon nicht weiter. Ja, das wäre mir jetzt für eine Band tatsächlich zu leise. Machen wir mal volle Kante hier. Ah, da passiert. Das Fass ist im Vergleich zu einer Übersteuerung oder später auch einer Verzerrung nicht so dynamisch. Das macht einfach so ein Brutzeln drauf. Ich habe noch ein anderes Fassgerät da. Da kann man das vielleicht schöner sehen. Das ist dieses Ding hier.
Knister, knister. Ich bin eigentlich auch voll krass. Ich stecke einfach den Kram rein. Ne? Wo hat denn das hier sein Netzteil da? So, auch hier erstmal alles auf Mitte. Ihr merkt, das brutzelt dann schon noch mal ein bisschen anders. Mal aus. Das hat zusätzlich, weil das Fass im Original ziemlich die Bässe wegmacht, hat das hier noch so einen Low-Zusatz-Boost-Bla-Haumich-Blau-Regler. Ich habe nochmal einen Tonregler. Und natürlich noch einen für das Brutzeln selber. Okay, das ist ein Fass. Das ist, wenn man so dieses Jimi Hendrix-typische Brutzeln haben möchte. Das ist nicht so richtig eine Verzerrung, das ist einfach nur Lärm, genau genommen. Für E-Bässe finde ich es zum Beispiel viel geiler als eine Verzerrung, weil das richtig so brutzelt halt. Okay, gibt noch einen, das ist dieses da. Ne, ihr merkt schon, eine Firma dominiert bei mir das Thema Verstärker und Verzerrer. Das ist keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt, ich benutze die einfach gerne. Und so muss halt jeder so seinen eigenen Kram finden. Das hier ist jetzt ein Jackhammer. Das ist ein sehr moderner, naja, was heißt modern? Was heißt denn eigentlich modern? Der ist auch schon wieder... Der hat zwei Modi, und zwar jetzt ist das der Overdrive-Modi. Auch hier, das ist alles furchtbar fummelig, geht mir eigentlich total auf den Keks. Ich habe hier den Volume-Regler. Und dann habe ich, also so ein Ring und hier oben so ein kleines Knöpfchen, das ist der Gain-Regler. Also wenn ich es ordentlich braten lassen will, dann brauche ich den hier. Ne? Ihr merkt, das klingt schon sehr nach, ne? So wie es klingen muss. So, jetzt hat dieser allerdings noch den Modus eines Distortion. Die Distortion ist so richtig, das geht schon so richtig ans Eingemachte jetzt. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr Bass und ein bisschen mehr Brutzel und dann klingt das. Naja, ihr merkt schon. Das ist ein Distortion-Pedal. Ich persönlich bin auf der Ukulele jetzt nicht so ein Wahnsinns-Fan davon. Ich mag es lieber so leicht angeknuspert. Und kleiner Tipp für den Anfang, stellt euren Verstärker mal so ein, dass er so angeknuspert ist, so dass er so ein bisschen verzerrt, wie ihr das Fett gerne hättet. Und dann benutzt ihr an eurer Uke den Lautstärke-Knopf. Und dann könnt ihr nämlich im Prinzip durch die Lautstärke der Ukulele zwischen clean und verzerrt ein bisschen umschalten. Ne? Das ist jetzt tatsächlich schon leicht verzerrt. Und das jetzt nicht mehr so. Wenn ihr mehr Videos in dieser Art haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal und empfehlt mich brav weiter. In diesem Sinne, tschüssi!